dich in den Club und hole dich um 6 Uhr im Café Leopold wieder ab. Einverstanden? Na gut. Aber sagen wir um 6:30. Okay. Siehst du, was ich nicht sehe? Ja, deinen Wagen. Hattest du den nicht hier geparkt? Verflucht. Geklaut! Am helllichten Tag! Wahrscheinlich hast du immer wieder nicht abgeschlossen. Das ist doch jetzt scheißegal. Tja, dann müssen wir wohl mit meinem fahren. Wenn er dir nicht zu popelig ist. Sehr witzig. Du kannst ja fahren. Ich rufe jetzt erstmal die Polizei an. Wenn du dir was davon versprichst. Aber dann fahren wir. Ja, natürlich kenne ich das Fabrikat. Ja, ja, ich hab's notiert. Mhm. Wenn Sie mir jetzt die Nummer sagen würden. Ja. Mhm. Sind Sie versichert? Ja, man wird dir mal fragen können. Ja, wenn Sie wüssten, was da alles gibt. Also, ich würde die Diebstahl so schnell wie möglich meiner Versicherung melden. Ja, gut. Gut, das ist Ihre Sache. Also, dann kommen wir morgen früh mal vorbei. Sagen Sie mal, seit wann ist er denn wieder da? Das weiß ich nicht. Irgendwer muss ihn in der Nacht wieder hingestellt haben. Jedenfalls stand er heute Morgen um 8 Uhr wieder da, als ich mit dem Wagen meiner Frau ins Büro fahren wollte. Da tut mir leid, dass Sie sich umsonst bemüht haben. Grüß Gott, Fräulein Zirngiebel. Gott, Herr Hoffenberg. Was führt Sie denn her? Hat meine Frau heute Klavierstunde? Nein, eigentlich erst morgen, aber da kann ich leider nicht. Ich wollte fragen, ob es vielleicht schon heute geht. Wenn Sie doch anrufen können. Stehen Sie sich vor, wir kommen jetzt doch in die Rosenkavalier-Premiere. Ah, ja? Irgendwer hatte sich meinen Wagen ausgeliehen. Heute Morgen stand er plötzlich wieder da. Mit einem wunderschönen Strauß Rosen für meine Frau. Was? Einem reizenden Entschuldigungsbrief. Und 2 Karten für die Premiere. Tja, was soll man dazu sagen? Gut, gratuliere. Danke Ihnen. Ist Ihre Frau da? Ja. Ja, haben Sie denn eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Ich ziehe meine Anzeige, wenn man sie überhaupt so nennen kann, zurück. Ich glaube, es handelt sich um einen Scherz von sehr guten Bekannten. Ein bisschen weitreichend zugegeben, aber doch sehr charmant wieder gut gemacht. Der oder die Betreffenden wussten zweifellos, was für ein Opernnarr ich bin. Wahrscheinlich eine Wette. Zu vorgerückter Stunde. Aha. Da kommt man schon manchmal auf Ideen. Ja, ja. Kann ich irgendetwas für Sie tun, einen Drink oder so? Danke, ich bin im Dienst. Tut mir leid, dass Sie sich umsonst bemüht haben. Ich bin natürlich froh, dass der Wagen wieder da ist. Ja. Ich hätte ja auch auf dem Revier anrufen können. Ja, wir haben ja Verständnis, ne? Habe ich in meiner Freude ganz vergessen. Teppiche sind antik, vor 1850. Schauen Sie sich einmal die Fotos an. Ein Nicht-Fachmann sagen Sie sicher nicht viel, aber vielleicht helfen Ihnen die Expertisen ein bisschen. Hier, heutiger Handelswert, 120.000 Mark. Tja, und hier die chinesische Vase Ming-Dynastie. 15. Jahrhundert circa. Wert 12.000 Mark, das Foto und die Expertise. Und das hier ist mein kostbarstes Stück. Oder muss ich sagen, war? Meine Frau hat sie besonders gern. Sie ist ja auch zum Verlieben. Hier. Eine Buhl-Kommode.
17. Jahrhundert. Signiert. Wert 250.000 Mark. 250.000 Mark für eine Kommode? Ja, mehr, Herr Fröschel. Ja, mehr. Kommode ist eben nicht gleich Kommode. Hm. Der Dieb, beziehungsweise die Diebe, waren also Kenner, nicht? Und die Entführung in die Oper und der Diebstahl des Autos, ein wohl vorbereiteter Plan. Hm. Sonst ist nichts gestohlen worden. Da reicht das nicht. Aber das ist schon merkwürdig. Sonst haben die Diebe nichts angerührt. Dabei liegen ein paar tausend Mark in meinem Schreibtisch. Und meinen Schmuck im Ankleidezimmer haben sie auch nicht angerührt. Und der ist nicht ganz wertlos. Hm. Nee, Frau, finden Sie das nicht ein bisschen leichtsinnig? Na gut, es geht mir nichts an. Wir haben allerdings Anhaltspunkte, dass die Diebe es hauptsächlich auf Antiquitäten abgesehen haben und da auf besonders wertvolle Stücke. Ja, die müssen sich im Haus sehr gut ausgekannt haben. Hm. Sagen Sie mal, meine Frau, haben Sie Personal? Ja, Frau Anzing. Sie ist seit 20 Jahren die Stütze unseres Hauses. Könnten wir Sie mal sprechen? Frau Anzing kann Ihnen gar nichts sagen. Die war gestern Nacht nicht da. Das würde man gern von ihr selber hören. Grüß Sie Gott, Frau Anzing. Grüß Gott. Wollen Sie sich einen Moment setzen? Nein, danke. Der Herr Rautenberg hat uns erzählt, dass Sie heute Nacht gar nicht zu Hause waren. Stimmt das? Ja, das ist so gekommen. Kaum waren die Herrschaften weggefahren zur Oper, da klingelt das Telefon und ein Arzt ist dran und sagt, ich soll sofort nach Dachau fahren, weil meine Mutter lebensgefährlich erkrankt ist. 82 ist sie. Wären Sie da nicht gefahren? Doch, doch. Nur als sie in Dachau ankamen, war ihre Mutter kerngesund und völlig überrascht, sie zu sehen. Stimmt's? Ja, stimmt. Woher wissen Sie das? Danke Ihnen schön, Frau Anzing. Wir wollen Sie nicht mehr von Ihrer Arbeit aufhalten. Viertene. Sagen Sie mal, Herr Rautenberg, wann haben Sie den Einbruch eigentlich entdeckt? Na, heute Morgen erst. Nach der Oper waren wir noch in einem Restaurant. Gegen 13:30 sind wir nach Hause gekommen und dann gleich ins Bett gegangen. Außerdem ist ja nicht eingebrochen worden. Die Diebe müssen einen Nachschlüssel gehabt haben. Tja, und Frau Anzing war ja die ganze Nacht nicht zu Hause. Sie ist erst am Morgen wieder zurückgekommen. Herr Rautenberg, was mich nur interessiert, wo kann man gestohlene Antiquitäten eigentlich absetzen? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ich meine, die Sachen sind doch alle bekannt. Ja, das sind sie. Seriöse Antiquitätenhändler und Kunstsammler scheiden von vornherein aus. Hm. Aber das wissen die Diebe ganz bestimmt auch. Leider gibt es genug besessene und kunstverrückte Sammler, sonst die ehrenwertesten Menschen, denen jedes Mittel recht ist, solche Stücke zu besitzen. Manchmal geben sie sogar den Auftrag zum Diebstahl. Die Fotos und Expertisen dürfen wir mitnehmen. Außerdem würde es nicht schaden, wenn Sie uns vielleicht eine Liste zusammenstellen über Ihre Bekannten und Verwandten und Freunde. Überhaupt von allen Personen, die häufig hier im Haus verkehren. Muss das sein? Ja, leider. Verdächtig ist jeder. Ja, und vergessen Sie bitte nicht Lieferanten und Handwerker. Gut. Danke vielmals. Wiederschauen. Wiederschauen. Ins Büro werden Sie die Sachen nicht transportieren. Da muss man eben ein wenig hinterher sein. Hey. Herrgott, das kann doch nicht so schwer sein, bei so ausgefallenen Stücken. Ich glaube, umgekehrt wird der Stiefel draus. Bitte? Leichter wäre es, wenn Sie nicht so... Was ist denn? Eine Unterschrift, bitte. Ja. Ich meine, leichter wäre es, wenn es nicht so ausgefallen wäre. Schauen Sie, wir haben doch alles abgeklappert. Sämtliche Kunst- und Antiquitätenhändler, alle in Fragen kommenden Hehler und so weiter. Nix, überhaupt nix. Für mich ist das Zeug schon lange im Ausland oder bei irgendeinem besessenen Sammler gelandet. Ach. Was ist mit den Leuten, die bei den Rautenbergs im Haus verkehrten? Ich kann doch nicht all diese Alibis von diesen Herrschaften überprüfen. Die sind sämtlich ohne Vorstrafen. Ach, ein guter Bekannter von den Rautenbergs, hier, schon, Nummer 7. Ja. Das wäre der Professor Alsen. Ja, der ist Dozent für Orientalistik, Spezialgebiet chinesische Kunst, Orientteppiche. Vielleicht sollte ich den besonders im Auge behalten. Hm? Sehr witzig. Seien Sie versichert, dass ich Sie im Auge behalten werde. Manchmal ist schon recht schwer mit ihm. Da. Für was soll denn das gut sein?
Neutralisation, verstehst du nicht. Zum leichteren Ertragen von Steiner und anderem Unbill dieser Welt. Ja? Also, das ist zum Beispiel mein Neutralisator. Der hilft auch. Himmel. Also, was machen wir jetzt? Ganz einfach. Wir warten auf den Zufall. Sehr witzig. Oder vielleicht auf einen zweiten Fall. Weißt du, das ist in meinem Job nicht einfach. Da kommst du zu den Leuten und sagst, sehen Sie mal, Sie haben hier eine Renaissance-Madonna. Das hat die Lichtenhain zwar nicht, aber der Porzellanfigur eine sehr wertvolle. Ich meine ja nur, kommst hin zu denen und sagst, sie haben hier Zeug im Wert von 100.000 Mark und windige Sicherheitsschlösser an der Haustür. Die knackt ihnen aber auch der dämlichste Einbrecher. Dann sagen die glatt, wieso? Wir sind doch versichert. Ja, das ist die Lichtenhain auch. Ich habe sie gefragt. Ich schwöre dir, die kauft mein Alarmsystem oder sie kauft es nicht. Aber das ist dann ihr Problem. Du, bei Rautenbergs haben sie vorige Woche eingebrochen. Hätten die mein System gekauft, wäre es nicht passiert. Ja. Ach, das ist halt arg einsam hier. Deswegen besuche ich meine Schwester auch öfter. Ja, wunderschön. Und die gute Luft. Miriam. Hallo. Ach, der Kaffee. Das ist die Heidi. Guten Tag. Meine Schwester Miriam. Guten Tag. Freut mich, Sie endlich mal kennenzulernen. Edgar sagt, Sie geben Klavierunterricht? Ja, vielleicht kriege ich Ihren Bruder ja auch mal dazu. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, danke schön. Moment. Du, die Heidi hat wieder eine Adresse für mich. Eine alleinstehende Dame mit einer Haushälterin. Und an der Haustür noch nicht mal ein Sicherheitsschloss. Du, Miriam, bei der schaue ich in den nächsten Tagen mal vorbei. Du, die kauft dir ganz bestimmt ein Sicherheitssystem ab. Du hast etwas gesagt von einem Hund, an dem sie so sehr hängt. Weißt du, solche Details sind für das Verkaufsgespräch sehr nützlich. Ach so, ja, also das ist ein Afghane. Ah, die soll ja sehr zutraulich sein. Ja. Nehmen Sie bitte. Danke. Danke. Und eine 3 Stück Zucker. Wie immer. Shiva! Shiva! Shiva-Lein! Ich möchte bloß wissen, wo der sich wieder rumtreibt. Jetzt ist er ja doch immer wieder nach Haus gekommen. Bis er eines Tages mal ganz wegbleibt. Shiva! 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 Ich würde mir wieder meine Liste abtelefonieren. Die Polizeireviere, die Förstereien, die beiden Hundepensionen. Gott sei Dank kennen Sie ihn überall schon. Wenn das nichts nützt, setzen wir wieder eine Annonce in die Zeitung. Das hat ja schon mal geklappt. Shiva? Nee, war nix. Wenn Sie so wenig essen, davon kommt Shiva auch nicht früher zurück. Sie wären noch ganz krank. 5 Tage war er noch nie weg, Annalies. Moment, Moment. Ach so, ja, ich geh schon hin. Hallo? Ach, du bist's. Sei mir nicht böse, es geht mir nicht gut. Ja, 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 ich melde mich. Wieder nichts? Ich bin jedenfalls abends wieder zurück. Hm. Sie sollten ein bisschen spazieren gehen. Hat auch keinen Sinn, hier sitzen und Trübsal blasen. Wiedersehen. Wiedersehen, Annalies. Macht ihr trotzdem einen schönen freien Tag heute. Danke. Mich freue. Wo? Moment, Moment, schreib's auf, ja? Augenblick bitte. Ja? Dietrams Zell. Abzweigung zur Pelletsmühle. Ja, ich denke, ich werde es in 1,5 Stunden schaffen. Ja, Shiva, da bist du ja endlich. Mein Gott, was habe ich mir für Sorgen gemacht. Komm, jetzt gehen wir aber gleich nach Hause. Komm, schnell. So. Ja, da bist du. Ja. Und gute Luft. Die schöne Luft. Da schmeckt ja gesessen. Thank you.
Ja, die beiden Ölbilder, dieses hier und das über dem Sekretär, die waren etwa 12.000 Mark wert. Der Teppich ca. 20.000. Am meisten leid tut es mir um den Maskentänzer. Altmeißen, ein einmaliges Stück. Und ich möchte wetten, sonst ist nichts gestohlen worden. Ja, das hat mich auch gewundert. Vielleicht hatten die Diebe Nachschlüssel. Nachbarn haben zwei Telefonarbeiter gesehen. Aber Sie haben sich natürlich weiter nichts dabei gedacht. Bitte, meine Herren, wollen Sie auch eine Tasse Kaffee? Ja, und ich hatte meinen freien Tag. Ja, und du kannst mir nichts sagen, gell? Aber ich glaube, wir haben unseren zweiten Fall jetzt. Gnädige Frau, haben Sie zufällig Fotos von den gestohlenen Gegenständen? Ja, bei den Versicherungsunterlagen. Ja. Und dann bräuchten wir eine Liste von allen Personen, die in Ihrem Hause verkehren. Muss das sein? Ja, jeder kann praktisch als Täter in Frage kommen. Freilich, auch die Handwerker oder Verwandte oder so. So. Ah, das ist alles. Danke, ja. Das ist gut. Das nehmt besser ich. Also, Dankeschön, Wiedersehen. Dankeschön, guten Tag. Wiedersehen. Ernstl Schmidt, Altpullach. Jetzt haben wir alle durch. Ja. Ah, hier. Ah, Moment, Moment. Heidi Zirngiebel. Klavierlehrerin, die einzige, die auf beiden Listen ist. Die muss eine Fingerfertigkeit haben. Wenn das kein Indiz ist. Zirngiebel, Heidi Zirngiebel. Hat nicht die so geheißen, die am Wanninger so nachgesaust ist? Zirngiebel? Genau. Gell? Komm früh so lang hin. Übrigens, die Klavierlehrerin, das ist die Heidi, die Nichte von der Frau Zirngiebel. Ein nettes Mädel. Ihre Umräumungsarbeiten in Ehren, Herr Wanninger, aber jetzt brauche ich erst einen Schluck Bier. Du hast recht. Kann ich auch brauchen. Prost. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Heide was mit den Diebstählen zu tun haben soll. Verdächtig ist das schon, oder? Ja. Der Maskentänzer, der hat eben ja auch gefallen. Ich kann schon verstehen, dass ein Sammler auf sowas scharf ist. Na, was sagst du zu dem? Ein ganz besonders schönes Stück. Und sehr wertvoll. So. Altmeißen. Einen Moment. Sehen Sie hier? Und der Katalogpreis ist die unterste Grenze. Auf einer Auktion erzielen Sie leicht mehr. Ja, wenn ich jetzt ein paar von dem hätte, was wäre denn das wert? Das Doppelte oder weniger? Ein paar, wenn Sie das hätten. Da geht es nicht nach der Devise im Dutzend billiger, fast das Dreifache. Na, ja. Sagen Sie mal, Sie hätten nicht zufällig einen Zwilling von dem Maskentänzer da? Hab ich schon, aber kein Altmeißen. Wenn ich so einen hätte, den würde ich nicht hergeben. Dieser da, der ist aus der laufenden Produktion. Den Unterschied sieht nur ein Experte und das auch nicht auf den ersten Blick. Ja, umso besser. Wie? Ja, dann wollen wir doch den einmal tanzen lassen. Kein schlechtes Instrument. Klingt sehr gut. Wann wollen Sie denn die erste Stunde nehmen? Ja, morgen verreise ich allerdings auf ein paar Tage, aber dann können wir gleich damit anfangen. Das ist ein schönes Stück, was Sie da haben. Sehr wertvoll. Das habe ich geerbt. Echt Meißen. Also wollen Sie mir nicht endlich sagen, was ich hier eigentlich soll? Ich denke, Sie wollten verreisen. Ja, wollte ich auch, aber mir ist was dazwischen gekommen. Jetzt wollte man heute mal das Haus von außen anschauen, ob es nicht wieder runtergeweist werden müsste. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Das ist doch der Edgar mit seiner Schwester. Wer ist denn Edgar? Mein Freund. Der verkauft Alarmanlagen. Ich habe ihm manchmal Leute genannt, bei denen es sich lohnt. Ich meine, die sein System brauchen könnten. Zu Ihnen wollte er in den nächsten Tagen auch kommen, Herr Wanninger. Ja, da sehen Sie, wie es dem pressiert. Jetzt ist er sogar heute schon da. Also, das verstehe ich nicht. Ich habe ihm doch extra gesagt, dass Sie gar nicht da sind. Sagen Sie mal, sind Sie so naiv oder tun Sie nur so? Wie meinen Sie das, Herr Kettwig?
gefahren ist. Ganz schön versteckt. Haben wir das gemacht? Das ist doch was. Ja, aber ich finde, wir sollten Schluss machen. Hm? Ja, solange es gut gegangen ist. Oh. Ach komm, lass uns endlich unseren Antiquitätenhandel aufmachen. Hm? Sachen genug haben wir. Ich wünsche mir, dass wir heiraten. Ich habe es satt, Brüderlein und Schwesterlein zu spielen. Es gibt da noch eine Sache, das ungeheuer lohnt. Die dumme kleine Heidi hat sie ausgekundschaftet. Dann. Dass die noch Zeit zum Knutschen haben. So was Gemeines. Mir hat er erzählt, sie wäre seine Schwester. Das falsche Luder. Zeigt die uns an? Hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Sieh mal an. Zwischen uns ist es aus. Halt! Ja. Hat er verdient? Ja, das hat er. Da, 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 di, 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 di. Dillung, dillung, dillung. Prost, Henner. Prost, Henner. Die Herren feiern. Lassen Sie sich nicht stören. Ich dachte, es würde Sie interessieren. In Bogenhausen ist in die Villa des Konsul Wiedenmeier eingebrochen worden. Gestohlen wurden wertvolle Antiquitäten. Ob Sie wohl den richtigen erwischt haben?